Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und in diesem Video stelle ich euch die leichtesten Feldbetten auf dem Markt vor. Das Thermaras Ultralight, das hatte ich ja mal vorgestellt, das tretet jetzt gegen die oder das Helinox Feldbett an. Und welches von den beiden gemütlicher ist, leichter ist und stabiler ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. So, das Gewicht spielt natürlich bei einer Wanderung immer eine sehr wichtige Rolle und nicht nur das Gewicht, sondern auch das Packmaß. Na, es sollte klein sein und leicht sein, aber was es aushält, ist natürlich dann so die Frage. So, ich habe hier eine Wasserwaage, hätte ich beinahe gesagt, eine Kofferwaage mit der werde ich jetzt einmal gucken, wie schwer die Feldbetten wirklich sind. So, 1250 Gramm. Alter, die Helinox, das ist auch die leichte Helinox, die Helinox wiegt 1275 Gramm. Das heißt, das wiegt nur 25 Gramm mehr als die Thermarest. Also von daher würde ich sagen, die nehmen sich gar nicht so viel. So, wir kommen jetzt mal zur Größe. Also die Höhe beträgt bei der Thermarest so 34,5. Das ist nicht schlecht. So, die Helinox hat jetzt, ist ein bisschen größer, hat jetzt eine Gesamthöhe von 50 cm. Ja, ansonsten würde ich sagen, aufbauen und gucken, was sie drauf haben. So, die Thermarest, ihr hört es schon, es klackert. Das habt ihr ja schon im Video gesehen. Besteht hier aus dieser dünnen Folie. Einmal die Gestänge. Und einmal die Unterkonstruktion aus den vielen kleinen Dingern. Also es macht ganz schön Lärm, wenn es immer so hin und her wackelt. Und ja, ihr könnt es schon sehr gut erkennen. Es sind viele, viele kleine Teile. So, die Helinox ist ein bisschen einfacher gestaltet. Hier gibt es einmal das Bett. Das ist halt nicht so wie hier diese Folie. Also das hört sich wirklich an wie eine Folie. Na, es ist ja auch eigentlich eine Folie. Und das hier ist so ein weicher Stoff. Fühlt sich beinahe an wie so eine ganz dünne, leichte Jacke. Dann ist das hier das Gestell. Das ist ein bisschen dicker, wie das von Thermarest. Also schon mal ein Unterschied. Und die Unterkonstruktion hier, ne? Viele kleine Einzelteile. Und hier sind es vier Beine. Die habe ich jetzt hier befestigt mit so einem Gummiband hier. Das gibt es nicht dazu. Wenn man kein Gummiband hat, dann sind diese Beine hier ja so locker. Und das kann man dann immer ganz schlecht in die Tasche packen. Deswegen habe ich mir so ein kleines Gummi besorgt, womit ich die Beine dann so befestige. Das bauen wir gleich auf. Kümmern wir uns mal, Raptor-Kralle, kümmern wir uns mal um dieses Bett hier. So, hier ist das Gestänge. Das Gute ist, die sind hier mit so einer, mit so einer Gummischnur drinne versehen. Das heißt, die ziehen sich selber ganz schnell zusammen und sind dementsprechend schnell zusammengesteckt halt. Zack, zack und zack. So, das sind die Beine der Unterkonstruktion. So, es gibt auch noch die Möglichkeit, das so zu befestigen oder auf dem Kopf, also schon viereckig hier. Und ja, kann man nicht viel verkehrt machen, das finde ich richtig gut. Ja, das hier ist dann das ganze Bett sozusagen. Hier sind große Ösen. Hier muss man natürlich gucken, dass es dann immer wieder reingerutscht wird. Wie sagt man, dass es da nicht rausrutscht. So rum war das ja. So, diese kleine Öse hier am Ende, die sorgt dafür, dass man hier ziehen kann und dann das Gestänge hinter so eine Ecke klemmt. Und schon kann das Gestänge schon mal nicht rausfallen. So, kommen wir zu den Füßen. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Also da, wo Helinox draufsteht, das ist die Oberseite. Wir drehen es ganz einfach mal um und befestigen dann hier die Füße unten in dem Gestänge. Dabei drücken wir mit der einen Hand das Gestänge nach unten, sodass sich das hier so ein bisschen biegt. Und hier oben ziehen wir nach oben. Naja. Und dann drücken wir das halt einfach rein. Und schon sind die unteren Füße fest und es ist auf Spannung.
So, das sind die anderen drei noch hier. Hier ist eine Besonderheit, hier ist ein Gummi. Auch hier in den Befestigungen ist eine kleine Vorkehrung. Da wird das Gummi einfach reingesetzt sozusagen. Dann kann es auch hier nicht mehr verrutschen. Auch richtig gut gelöst. So, Gummi in diese kleine Öse rein. Zack, reindrücken, fertig. So, letzte Stange. Zack, nach unten drücken hier. Stange nach oben ziehen und zack. Fest, fertig. So. Das ist das Bett. Hört sich auch gut an, schön auf Spannung. Und die Tasche, da kann ich jetzt eine Jacke oder so reinstecken und das dann als Kopfkissen verwenden. So. Macht auch einen etwas höheren Eindruck, finde ich, als das ein oder andere Feldbett. Gut, und jetzt kann ich mich ganz einfach reinlegen. Zack. Und dann hier schlafen. So. Ja, wie schon gesagt, das kann ein Kopfkissen werden. Und es ist fertig. Also das hier ist schon ein sehr gemütliches Bett. Auch hier der Stoff finde ich auch richtig in Ordnung. Gut, dann kommen wir mal zum Thermarest-Bett. So, das ist die Folie. Eine Seite ist reflektierend, also im Survival-Bereich kann man sich damit sonnen oder Lichtsignale geben. Also auch hier, ne? Oder für Kameraeinstellungen verwenden hier, um mehr Licht von der Sonne zu bekommen. Reflektierend. Ja, hier benutze ich Gummibänder. Das Gestänge hat hier auch so ein Gummiband drin. Das heißt, das zieht sie auch hier zusammen. Auch ganz gut gemacht. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Das habt ihr ja schon in einem meiner Videos gesehen hier. So. Können wir bald so einen Wettbewerb machen. Wer kann am schnellsten das Thermarest-Bett aufbauen? Naja. Hier geht das ein bisschen leichter. Also ein bisschen kontrollierter als bei der Helinox. Weil es hier halt nicht so große Laschen sind, die auf sind. Also man stellt sich rauf, klemmt es dann in den einen rein. Und dann in den anderen, indem man die Mitte mit der Hand nach oben zieht. Also seitlich funktioniert das nicht so wie bei dem anderen Bett. Ja, hier muss man sich halt immer raufstellen. Dann in den einen und in den anderen, indem man hier nach oben zieht. So. Boah. Also vom Gefühl her würde ich auch sagen, das hat länger gedauert als die Helinox. Und wenn man jetzt hier rauf schlägt, könnt ihr beinahe trommeln. Weil es liegt daran, dass es halt so eine Folie ist. Ja, die ist ein bisschen härter. Was die Folie angeht, ist hier auch mehr eine Folie. Ja. So, wir kommen zum Fazit des Tages. Die Helinox hat eine Breite von, ja, 59 ungefähr. Und die Thermarest eine Breite von 61. Man muss hierbei bedenken, dass man ja auch nicht auf dem Gestänge liegt. Das heißt, ihr müsst euch das ein bisschen kleiner vorstellen. 1 cm am besten von beiden Seiten nochmal abziehen. So, ja, die Länge ist die gleiche, also sie sind gleich lang. Und auf der Rückseite habt ihr ja schon gesehen, die Helinox besteht aus wenigeren Teilen und es geht schneller zusammenzubauen und macht auch einen stabileren Eindruck als die Thermarest. Die Thermarest hat nach meinem Geschmack viel zu viele Einzelteile und ja, ich weiß nicht. Es war 25 Gramm leichter, aber also man kann sie auch noch leichter machen, indem man halt die Verstärkung in der Mitte rausnimmt und eventuell nur 4 Stützen verwendet. Dann ist sie nämlich noch leichter, aber dann liegt man auch mit dem Arsch auf dem Fußboden. Das ist naja, dann eher für leichte Menschen eher geeignet. So, was der Stoffbezug hier oben also angeht, auch hier sind Unterschiede. Die Helinox ist weicher, ne, vom Stoff her. Man liegt hier viel gemütlicher, fast wie im Bett. Und bei der Thermarest ist es so, dass sie ein bisschen zu hart ist, aber das liegt auch an dem Stoff, der damit verwendet ist. So hat Folie. Gut, da punktet wieder die Helinox bei der Bequemlichkeit. Bei der Breite ist es die Thermarest. Und was die Füße wieder angeht, ist es die Helinox. So, hier weiß man schon, oha,
Hier muss ich sehr, sehr viel zusammenbinden und wenn man abends so irgendwo unterwegs ist, hat man da keine Lust zu. Da überlegt man sich dann zweimal, ob man das Feldbett aufbaut oder man sich doch auf die Thermomatte legt. Ja. Also mein Favorit ist die Helinox und das ist leider dann für meine Frau bestimmt, weil ne, Frauen müssen gemütlich liegen, sonst habt ihr Männer abends ein Problem. So, auch hier habe ich mit so einem Ding hier versehen und die Kugel ist gerade richtig schön in meinem Bauch gelandet. So, das ist eine selbst aufblasbare Isomatte, auch von der Marke Thermarest, aber das sollte eigentlich unrelevant sein, weil es geht hier mehr um die Bequemlichkeiten der Feldbetten. So, ja, warten wir einfach mal. Wie schon gesagt, mit einer Isomatte könnt ihr noch gemütlicher in so einem Feldbett liegen und ihr wollt am besten gar nicht mehr aufstehen. So, das ist halt der Vorteil bei der Helinox, dass das Material halt weicher ist und sich mit der Isomatte perfekt angleicht. Da solltet ihr aber auch darauf achten, dass ihr keine harte Isomatte nimmt, also nicht so einen dicken Schaumstoffteil, was man überall kaufen kann für Sport machen oder so, sondern schon eine, die man so aufblasen kann oder halt so einen Schaumstoff drinne hat mit Luft zusammen in Kombination. Ja, aber man merkt schon den Unterschied. Das ist schon viel härter. Ja, also es ist zwar ein gutes, leichtes Feldbett für unterwegs, ne, wenn man Gewicht sparen will, aber jetzt so, um damit auf Tour zu gehen und das immer wieder auf- und abzubauen, das wäre für mich viel zu nervig. Dann nehme ich doch lieber die Helinox mit, ne, 25 Gramm mehr, aber schnell das auf- und abbauen. Also die Helinox ist eher so mein Favorit. Ja, aber wie schon gesagt, das leichteste Feldbett auf dem Markt. Ja, gut. Es gibt allerdings noch einen Vorteil von dieses Bett hier, von der Thermarest, denn das ist um einiges günstiger. Das heißt, wer Geld sparen möchte, im Gegensatz zu der Helinox, der kann sich so ein Feldbett holen. Ja, es wird unter dem Video keine Verlinkung geben. Das liegt daran, dass ich nicht gesponsert worden bin für diese Betten, sondern es sind meine eigenen, privaten. Und ich habe mich halt dazu entschieden, euch die Vor- und Nachteile von den beiden leichtesten Feldbetten auf dem Markt vorzustellen. Das war's. Genau.